Wir sind die Firma Abranorm. Wir sitzen hier in Mähren, direkt am Autobahnkreuz Vulkaneifel. Wir produzieren Gehäuse und Schränke für den Maschinenbau, Sicherheitstechnik. Auszubildende haben einen recht großen Stellenwert. Sehr viele Auszubildende bleiben bei uns im Unternehmen. Wir haben auch eine Übernahmegarantie. Das war von Anfang an Firmenphilosophie. Mein Name ist Jürgen Zender, ich bin 29 Jahre alt, bin gebürtig aus der Eifel. Ich arbeite seit 8 Jahren hier im Unternehmen, habe auch hier ein duales Studium gemacht. Also Vollzeit direkt aus der Eifel wegzuziehen war für mich keine Option. Deswegen habe ich mich halt für das duale Studium entschieden, weil ich halt sehr heimatverbunden bin und den Bezug zur Eifel halt behalten wollte. Ich fand die Abwechslung toll zwischen den Theorie- und Praxisphasen. Die Theoriephasen halt im Stadtleben und dann nochmal quasi der Kontrast dazu halt in der Eifel während der Ausbildung, wo man dann auch froh war, dass man halt nach einem stressigen Arbeitstag dann abends auch in der ländlichen Region seine Ruhe hat. Ich habe mich nach meinem Bachelorstudium noch dazu entschieden, ein Masterstudium zu machen. Das habe ich dann Vollzeit gemacht in Köln. Bin danach aber wieder in die Eifel zurückgekommen, weil mir das Leben auf dem Land besser gefällt, mich hier in der Eifel wohler fühle als im Großstadtleben. Seit sehr vielen Jahren haben wir eine Kooperation mit verschiedenen Schulen. Wir haben ein Technikprojekt mit der Realschule Plus hier vor Ort, wo wir in den Unterricht gehen und eben mit den Schülern gemeinsam da was erarbeiten. Wir werben in der Region für die Region, nicht deutschlandweit. Vorteil ist sicherlich, die Menschen hier in der Eifel sind doch sehr gerade heraus, sehr standorttreu. Wenn sie mal sich für die Eifel entschieden haben, dass sie hier bleiben, bleiben sie auch in der Eifel. Und wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Wir haben das Privileg mit bezahlbaren Mieten, gute Schulen vor Ort und aber eben auch ausreichend Kindergartenplätze sind vorhanden. Wir haben ein Kino, das sogar Blockbuster in Originalsprachen zeigt. Das hat sogar meinen Sohn überrascht, der lebt in Frankfurt und konnte sich nicht vorstellen, dass Star Wars in Englisch gezeigt wird. In der Eifel.